Also ich empfehle, die Jupyter Notebooks möglichst nah am Root-Ordner zu machen. Bei Mac ist das der User und bei Windows sollte das C sein. Denn dann kann man relativ schnell darauf zugreifen, wenn es aufgeht, um diesen Ordner dann zu finden. Wobei man kann es auch im Pfad anlegen, aber so geht es auf jeden Fall leicht. Das habe ich jetzt mal hier gemacht und ich habe hier mal ein paar Unterordner angelegt, gerade und hier auch einen für Mikroanalytik. Dann gehe ich hier drauf und habe hier alle möglichen Dateien und weitere Ordner drin. Das sind diese drei Ordner, die auch mit angelegt werden sollten in dem einen Ordner, den wir für den Kurs haben, also Data Modules Output oder Module nur. Und was man hier auch noch sehen kann, ist, dass man manchmal so grüne hat, das heißt, die sind gerade am Laufen, diese Notebooks. Wenn man die anhalten will, geht man hier oben auf Running und kann dann hier Shutdown machen und dann sind die beiden auch nicht mehr grün. Und man kann auch weitere Aktionen machen, sieht man hier oben, man kann duplizieren, irgendwo hin verschieben, runterladen, anschauen, löschen und so weiter, beziehungsweise hier drüben, wenn man auf Python 3 geht, ein neues Notebook anlegen. Die haben dann immer diese Abkürzendung IPYNB. Ich glaube, das kommt von IPython Notebook hier. Das Ganze. Wenn man das dann in seinem Explorer oder im Finder anschaut, dann sieht es aus wie hier. Also hier sind diese Jupyter Notebooks, hier wird es mein Dropbox-Ordner, dann Jupyter Notebooks, hier diese Mikroanalytik und hier sind jetzt verschiedene Dateien, die ich hier gerade mal reingelegt habe. Und wenn ich jetzt hier nicht Modules haben will, so wie es hier steht, beziehungsweise hier Modules, dann kann ich das einfach hier ändern. Und dann wird man sehen, ist das hier spätestens dann, wenn man es nochmal lädt, auch geändert. Entsprechend kann ich auch hier hingehen, hier Rename machen, dann funktioniert das Gleiche. Aber das wären, also man hat nur einen einzigen Ordner, könnte zum Beispiel Jupyter Notebooks nennen oder Mikroanalytik nennen und da drin mal diese drei Unterordner anlegen und dann sind wir erstmal bereit zu starten.